Aber hier darf ich oder soll ich natürlich auch nichts einfach verstehst genau, Schwarzmalerei, weil weiß ja, schwarz an die Wand malen. Das heißt, vielleicht lassen sie ja dieses Mal sogar die Leiter weg, das wäre eigentlich gar nicht so verkehrt, möchte ich mal so behaupten. Aber da komme ich nicht hin. Mist, da muss ich noch warten, bis wir hier irgendwie das Zeug abgeholzt haben. Ihr drei, weißt du was? Auch hier einfach mal da hinten anfangen mit dem Holz. Also mit dem Holzabbau. Auch hier sind natürlich ganze Sätze wieder essentiell wichtig. Wie gut, dass ich das nicht hinbekomme. Haben wir hier die ganze Sache. Genau, euch zwei. Dann brauche ich hier nochmal drei Jungs da drin. Und danach brauche ich ein paar viele Jungs tatsächlich. Ein paar ganz viele Jungs, die mir noch die restlichen Gebäude besetzen. Sprich, ein Bauernhof ist auch offen, der noch nicht besetzt ist. Da schicke ich die fünf dann hin. Na genau, kommt zu mir. Wunderschön. Hier mal in den Hof. Getreide, Getreide, Getreide und Schwein. Und danach brauche ich noch ein paar Eisenjungs tatsächlich. Das heißt, du gehst hier mal rein, sammelst Eisen. Du gehst auch mit rein, sammelst Eisen. Und dann schnappe ich mir hier mal wieder direkt das Ding. Ja, was ist denn jetzt wieder? Verhinderte Überschwemmungen, den Rest konnte ich gerade nicht lesen. Das machen wir zu. Das ging jetzt aber schnell. Wie schnell kriegt denn der hier bitte Schaden? Zeig mal. Oh, jetzt machen sie sogar 2 Punkte Schaden an einem Gegner. Also an dem gegnerischen Helden. Oh, aber wie. Das ist ja sehr, sehr böse. Ja, und der eine stirbt halt einfach weg. Das tut mir sehr leid. Dass die Jungs so schnell quasi ihr Leben lassen mussten. Aber auch hier gilt natürlich, er ist unser Feind. Ich würde ihm ja gern das Schicksal ersparen, aber da habe ich leider, leider keinen Einfluss drauf tatsächlich. Wenn er meint, er muss uns attackieren, dann wird das wohl so sein. Hier, jetzt haben wir hier den dritten Bauernhof. Glaube ich auch, den dritten. 1 und 2. Ja, genau, den dritten. Wie schaut es hier aus? 160 Korneinheiten. Über die Geschwindigkeit der Arbeiter. Hier machen wir auch nochmal schön fleißig mit. Jetzt muss ich nur die drei hier irgendwie rauskriegen. Wunderprächtig. Was könnte ich denn mit euch noch machen? Mal schauen. Stimmt, ich kann noch ein paar Sachen bauen. Ich brauche den Marktplatz und irgendwas anderes, was ich vergessen habe. Moment. Genau, der Tempel fehlt noch. Was habe ich das letzte Mal gebaut, um den Tempel zu bekommen? Die Maschinenwerkstatt? Nee, das war für die Werft. Oder muss ich erst den Markt, danach den Tempel bauen? Nein. Ach nee, Moment, natürlich. Das Wirtshaus fehlt noch. Ich dachte schon die ganze Zeit, ich hätte es schon gebaut, aber dem war ja gar nicht so. Einfach mal dort hinten hin, da steht es nicht wirklich im Weg. Da könnt ihr mal über die Karte spazieren. Hier sind nochmal 2 Jungs. Nee, ich glaube, da muss echt noch ein vierter Bauernhof her. Aber dann können wir hier gleich mal die Endlosproduktion gehen. Und dann geht es auch gleich wieder los mit der Einheitenrekrutierung. Und dann können wir doch eigentlich dieses Mal vielleicht ein bisschen zügiger als sonst. Ich gelobe ja ab und zu Besserung und weiß ja nicht, ob es ernst gemeint ist oder ob ich es dann gleich wieder bis zur nächsten Aufnahme vergesse, also den Part mit der Besserung, dass wir hier quasi mal ein bisschen schneller jetzt noch in Schwung kommen. Und ihr baut mir erstmal den Marktplatz. Ich wollte mit euch zwar gerade den Dings bauen. Wie heißt es? Den... Was setzen wir hier einfach mal direkt hinter die Schwertkampfkaserne, mal hier so hin. Dann sammelt er sich so halbwegs, so kann der Händler hier ein bisschen näher ran gehen. Wahlweise muss der Händler nicht einmal hier durch die ganze Ortschaft, durch die ganze Stadt gehen. Auf jeden Fall habe ich wieder durch das ganze Geseier meinen ursprünglichen Satz vergessen. Ich wollte sagen, wenn ihr hier fertig seid, geht bitte los und baut mir den letzten Bauernhof. Ich glaube, da wollte ich im Kern eigentlich hin mit meiner Aussage hier mal zu mir. Das kostet Holz, was ich gar nicht habe höchstwahrscheinlich. Was haben wir hier? Zuchtgeschwindigkeit der Ställe. Erstmal noch nicht die Armee verbessern. Jetzt hätte ich schauen können, was es kostet. Egal, wir haben noch ein bisschen Holz übrig. Ihr 5. Ein Bauernhof und danach dann den Tempel. Wie wäre es denn eigentlich hier? Ja, wunderbar. Das ist ja perfekt. Das ist sogar mehr als perfekt. Dann kommt ihr erstmal her. Aus euch mache ich Schützen. Aus euch dreien mache ich... nein, aus euch dreien mache ich nichts. Wir müssen... Nein. Entlassen. Ihr drei müsst mir hier bitte mal das Gebäude reparieren, weil weißt du, das Tor, da waren die ziemlich fleißig dabei, die Gegner. Und leider nicht gerade zimperlich. Aus euch mache ich nochmal Schwertkämpfer. Und ach, schau her, da ist der mit dem markanten Oberlippenbart. Schau, das sind sie auch schon wieder. Schützen zu mir. Haben die Schützen dabei? Die haben keine Schützen dabei. Das ist aber sehr fahrlässig. Den Schildschutz der Truppen. Den Schildschutz der Krieger aus. Ja. Ich habe nichts gesagt. Schieß mal hier auf den da. Da, jetzt schießen sie hier schon böse. Jetzt habe ich hier natürlich auf der Seite wieder alle Schützen verloren. Schießen wir auf den da. Nein, nicht rausgehen. Auf den da schießen. Danke. Auf den da schießen. In der Hoffnung, dass der nicht mehr wegsteht, weil ich habe sonst keinen Schützen mehr. Ein bisschen im Kreis laufen, schießen.
Bisschen im Kreis laufen, schießen. Bisschen im Kreis laufen, schießen. Bisschen im Kreis laufen, schießen. Sehr schön. Bisschen im Kreis laufen, schießen. Bisschen im Kreis laufen, schießen. Haha, da hat er daneben geschossen. Ich habe getroffen. Aua, hat er mich wieder getroffen. Ich glaube, so funktioniert es tatsächlich, aber es wird wahrscheinlich gleich eher sein, dass unser Gebäude hier zugrunde geht. Oh, sehr gut. Wie schaut's aus? Oh, gelb, gelb, gelb. Das ist nicht gut. Ihr zwei Schützen, ihr drei, sofort zu mir. Sofort zu mir und den da niederschießen. Ich brauche mehr Jungs, die hier das reparieren können irgendwo. Jungs, wenn ihr noch rechtzeitig kommt, repariert das bitte. Eieieiei, den Trupp hier zu mir, sonst wird das gleich ziemlich ekelhaft. Hier mal auf den Lanzenkämpfer, hier auf den Schützen. Hier auf den Lanzenkämpfer, auf den Schützen, also auf den Schwertkämpfer. Hier auf den da. Ich habe keine Ahnung, was der gerade gezaubert hat. Oh, unsere Jungs da. Ich glaube, wir konnten das nochmal gerade so rumreißen. Eieiei, das war echt fast kaputt. Eieieiei. Zum Glück bin ich ja so ein, hier, wie heißt's? Mikromanagement-Meister. Jetzt kommen da wieder die Nächsten. Ich habe es übrigens verschrien, denke ich. Jetzt wollen sie es hier die ganze Zeit wieder wissen. Immer schön der Reihe nach hier alles umschießen. Die Schwächsten zuerst weg. Im Idealfall natürlich die stärksten Gegner, aber wie soll ich sagen, solange die... Moment, da werden wir doch beschossen. Ich sehe es genau. Hör mal hier auf damit. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Schützen verloren. Sehr gut. Ne, der kriegt zu wenig Schaden. Mal hier geblieben. Auf den da schießen. Genau, im Idealfall natürlich immer auf die stärksten Gegner, damit die gleich weg sind. Aber da ist das natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn die stärksten Gegner ein bisschen gepanzert sind. Deswegen erstmal die zahlenmäßige Überlegenheit ein bisschen ausgleichen, wahlweise in unserem Fall natürlich die Unterlegenheit. Nicht die Ziele aufteilen, meine Freunde. Wir müssen hier natürlich schauen, dass wir möglichst alle auf die gleichen Ziele gehen. Hier sind nochmal zwei Schützen. Runter mit euch. Wir brauchen nicht so viele zum Reparieren. Ihr geht wieder hoch. Da fällt er auch endlich von seinem dämlichen Pferd runter. Hier haben wir nochmal ganz viele Schützen. Da außen stehen Pferde für uns hoffentlich. Ja, mal auf den da gehen. Obwohl, können wir hier vielleicht noch den Lanzenkämpfer auf dem Pferd schießen? Das will ich gleich mal probieren. Na komm, fall um. Hat der jetzt die ganze Zeit die Schüsse abgefangen? Ich will jetzt nicht meine Schütze wieder abwählen. Danke. Und auf den da. Jetzt machen wir hier bloß wieder einen Punkt Schaden. Also hat er auch wieder aufgerüstet. Ich verstehe. Kann ich denn hier nochmal den Schaden erhöhen? Schildschutz, Rüstungsschutz? Nein, das findet die Pest. Das nehmen wir zuerst. Wir haben 70 Mann. Warum haben wir 70 Mann? Das sollten doch eigentlich weitaus mehr Jungs dann sein, die zur Rekrutierung zur Verfügung stehen, oder? Machen wir einfach mal hier hauptsächlich Schützen draus. Da kommen die Nächsten. Stopp, 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 stopp. Ich wollte gerade sagen, bleibt mal hier. Moment, das ist ja schon wieder neu. Das sehe ich ja jetzt erst. Da ist auch der wieder. Weg mit dem. Dann halt nicht. Dann lauf noch ein bisschen im Kreis. Wenn es dir denn was bringt. Ah, schau. Da haben wir die. Hier mal bitte zusammen aufstellen. Ihr geht hier rüber. Hier machen wir auf. Mein General holt sich da draußen das Pferdchen. Dankeschön für das Pferd. Und hier machen wir gleich wieder zu. Die kommen auf jeden Fall wieder. Das freut mich jetzt schon. Ihr drei werdet Lanzenkämpfer. Und ihr drei werdet... Was mache ich aus euch? Ihr könntet Holzfäller werden. Ah, Moment. Du gehst hier noch rein. Ich könnte, wobei ich würde die Jungs hier gerne irgendwo in der Nähe lassen. Apropos, stimmt, ich habe doch hier noch, die Marktplatz-Jungs haben auch nichts mit zu tun. Irgendwo muss ich ein paar Dorfbewohner unterwegs versammelt haben, weil eigentlich müssten hier noch ein paar Leute übrig sein, die nichts zu tun haben. Weil es müssten noch mehr Einheiten zur Verfügung stehen, was die Rekrutierung angeht. Hier haben wir noch das hinsetzen. Gut, die, ach ja, schau, das haben sie uns auch schon wieder weggenommen. Hier mal aufmachen, hier mal alle rausgehen. Wir holen uns das Ding mal schnell wieder zurück. Das können wir erstmal, denke ich, offen lassen. Ihr zwei geht auch mal wieder hier hoch. Wie gesagt, wenn die ganze Masse jetzt auch noch mit Schützen auf uns zukommt, also mit hier Geschossen, Geschossen im Sinne von Schleuderwägen und ähnliches, wird das nochmal ein bisschen nerviger. Aber jetzt holen wir hier erstmal wieder unsere Geldquelle. Schau, da sind wir auch schon wieder. Wir sind wieder da, die rechtmäßigen Besitzer, habe ich gerade beschlossen, dass wir das sind. Na komm, holt euch das. Ich will bloß jetzt nicht hier die Jungs vergessen. Schnell wieder zurück mit euch. Besuch wird kommen, wie ich die Jungs kenne. Hier mal, na Moment, machen wir das mal, ich will nicht, dass sie auf die Stadtmauer laufen tatsächlich. Machen wir das einfach mal hier vorne und ich sollte einfach früh genug dran denken, hier die ganzen Pferde immer umzusetzen. Weilweise hier quasi die ganzen Pferde zu verteilen. Hier mal rein. Es fehlt immer noch am Holz tatsächlich. Ich verstehe nicht, wie ich das schaffen kann die ganze Zeit. Nein, nein, nichts bauen, ich wollte bloß... Ah, Moment. Habe ich gerade mit...
Ich habe gerade mit Q einen Arbeiter angewählt. Ist das ein Arbeiter, der nichts zu tun hat? Fragezeichen. Ah ja. Alles klar, wenn das stimmt. Moment, dann habe ich gerade noch was gelernt. Mit Q mal schauen. Mit Q habe ich gerade wieder jemanden erwischt, der nichts zu tun hat. Wo ist der Junge? Das sehen wir hier ein bisschen, dass er gar nichts zu tun hat. Ah gut, ihr drei vom Tempel. Gut, das war klar. Komm, wir treiben jetzt hier erstmal die Bauernhöfe ein bisschen an. Trotzdem, irgendwie. Warum? Wo sind denn meine ganzen Jungs? Moment, ich kann hier nochmal schauen. Mit der Taste Q. Ne, das sind bloß die zwei, die gerade hierher laufen. Ja, Moment, noch ein dritter. Ah, oh, Moment, da kommt wieder was. Ich muss jetzt leider das Tor zumachen, sonst haben wir ein Problem, was uns der Händler mitbringt. Mist, da wollte ich sie noch bewegen, war ich wieder zu langsam. Da ist ja noch einer. Wollte schon sagen, das lässt so sein. Du gehst zugrunde, wunderschön. Und dann hier mal die Taste A. Es gibt nichts zu erforschen, habe ich schon. Ja, ich habe einen Wissenschaftsminister schon ernannt. Erhöhe die Zuchtgeschwindigkeit. Hier sind doch gerade schon ein paar erste Soldaten. Das schaut ja sehr schön aus. Wir werden hier diese Gruppe mal auflösen. Du wirst der Kommandant der Gruppe 1. Das heißt, du gehst hier hoch und hast noch genau gar nichts, was ich dir mitgeben kann. Mal hier diese fünf Leutchen zu mir. Ihr werdet quasi die erste Truppe wieder in der wahrscheinlich letzten Mission unter von und mit Liu Bei. So wie ich es, wenn ich es denn so richtig verstanden habe, möchte man meinen, hier mal herum, Gruppe 1, wunderschön. Da kommen auch wieder die nächsten Pferde. Wir müssen die Zuchtgeschwindigkeit erhöhen, wir müssen die Rekrutiergeschwindigkeit erhöhen. Ganz viele Sachen müssten wir eigentlich erhöhen. Hier mal ein bisschen Querbeet verteilen. Aus dir machen wir, oder aus euch beiden machen wir nochmal Schützen. Obwohl Schützen haben momentan ziemlich viele, machen wir aus euch nochmal Schwertkämpfer. Wunderprächtig, wunderprächtig. Hier nochmal schauen, Produktionssteigerung geht nicht, weil Holz fehlt. Tatsächlich. Gut, dann muss ich die Jungs hier, muss ich echt noch ein paar wieder abziehen für Holzarbeiten. Mal hier Holzarbeit leisten. Habe ich irgendwo einen, der noch nichts zu tun hat? Tatsächlich, irgendwo steht noch einer. So, jetzt habe ich, glaube ich, alles soweit verteilt. Da haben wir noch einen, das lassen wir erstmal an der Stelle. Hier erstmal nichts, hier erstmal nichts. Hier geht nichts. Den Rüstungsschutz 80 und 80, das klingt nach einem sehr angenehmen Preis. Hier sind nochmal vier Pferde. Ach, kommt wieder das fünfte. Einmal alle aufsitzen. Na komm, aufsitzen. Wunderschön. Ich würde sagen, da können wir dann mit etwas Glück einmal quer über die Prärie wieder reiten. Gefühlt, auch wenn es keine Prärie ist. Also gefühlt natürlich jetzt logischerweise auf die Prärie bezogen. Und dann, wenn wir das haben, wenn wir hier alles erkundet haben, können wir dann direkt, würde ich sagen, mit etwas Glück in einem Zug wieder alles einnehmen. Auch hier gilt natürlich wieder ein rein theopraktischer Ansatz. Die Reichweite der Geschosse, das ist auf jeden Fall für die ganzen Einheiten aus der Maschinenwerkstatt, für den ich immer noch nicht begeistert bin, nicht genug Gold. Nee, das... Ah ja, stimmt. Das kann ich denn hier in der Zwischenzeit mal schnell aufmachen und einen Händler hereinlassen, in der Hoffnung, dass er jetzt nicht hier Gesindel mitbringt. In der Zwischenzeit, was... ich kann ja nicht mal... Doch, ich kann was verkaufen. Ich kann Wein verkaufen. Mal 2000. Und ich kann Nahrung verkaufen. Sagen wir mal 3000. Aber den Rest kann ich nicht mal groß verkaufen. Ein bisschen Eisen vielleicht noch. Aber auch nicht so viel, 800 Eisen. So, das biete ich zum Verkauf an. Jetzt muss ich nur noch auf den Händler warten. Da kommen wieder neue Soldaten heran. Neue Soldaten, sei schon, neue Pferde. Jetzt werden wir doch hier wieder angegriffen. Ist egal, können wir später wiederholen. Schön. Ach, da ist wieder der mit dem Oberlippenbart. Ja, der Bogenschütze hat dem Anschein das Pferd gebomst. Das tut mir sehr, sehr leid. Ne, ich möchte die ganze Zeit die Kriegsausrüstung verbessern, aber da gibt es nichts mehr. Erddonner, die Angesteiger der Kriegsausrüstung. Kommt jetzt hier ein Händler oder nicht? Natürlich ganz da unten oder wird auch gleich der Gegner mit reinkommen. Dann muss ich zur Not leider wieder vorher das Ding zumachen. Na komm rein. Nicht bremsen. Schön herlaufen. Die anderen haben sich noch nicht... Doch, die anderen bewegen sich jetzt und ich höre eine Schleuder. Verdammt. Na komm rein. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Und zu das Ding. Gut, jetzt können wir zumindest etwas Geld organisieren. Und hier mal die Gruppe 1 draus machen. Die wird vielleicht gleich mal ausdrücken müssen. Wir werden sehen. Mal hier auf die Pferde. Noch haben wir niemanden gesehen. Der läuft hier durch. Ah ja, hier sind hier sehr viele Jungs, die man zum Rekrutieren verwenden kann. Mal auf den da, mal auf den da. Gut, das haben wir überlebt. Ich warte bloß drauf, dass gleich irgendwo hier wieder die Kugel angeflogen kommt. Vor allem die blaue Fahne, es sieht auf der kleinen Karte immer da drüben aus, als wären da unglaublich viele Soldaten. Da dann nochmal extrem viel Schaden bekommen. Sehr schön. Nichts zu erforschen. Ein bisschen was zu erforschen.
Gut, 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 gut. Nee, hier das Militärzeug so langsam, aber sicher. Auf die Pferde und rüber mit euch. Da schauen wir schon wieder. Warum auch immer, machen die gerade nicht sehr viel Schaden an uns. Das möchte ich gerne so beibehalten. Die Gruppe 1. Ist sie jetzt schon voll? Wahrscheinlich, aber das können wir gleich noch ein bisschen austesten. Oh, ich hasse euch. Jetzt bringen wir wieder alles durcheinander. Er schlägt auf einen einzelnen Schützen ein. Da ist er schon ziemlich stark unterwegs. Schau mal, du kannst doch bestimmt hier hingehen. Reit hier mal durch und mach das Ding da weg. Genau, da kriegst du vielleicht ein paar Erfahrungspunkte. Und den Rest muss ich erstmal wieder einsortieren. Damit kommt auch keiner mehr raus. Die Truppen gehen nach da hinten. Eieiei, okay, gut. Und das lustige Aussortieren beginnt. Ich meine, ich bin da irgendwie gar nicht sauer drum, denn so werden wenigstens die Einheiten schnell besiegt. Runter mit euch. Die Schützen erstmal alle darüber. Habe ich sonst noch was? Die haben doch eigentlich einen Befehl. Die müssten eigentlich alle schon laufen. Genau, ihr wieder dahin. Ihr vier wieder darüber. Und dann müssten wir eigentlich halbwegs wieder richtig aufgestellt sein. Oh, dann gibt es ein Pferd. Das holen wir uns doch gleich mal. Flitz mal raus und hol dir das Pferd. Nee, Moment, ich habe schon wieder gesehen, da kommen schon wieder Jungs auf uns zu. Ist egal, hol dir das Pferd trotzdem. Da haben wir das Ding. Pferdediebstahl, wahlweise Pferderückgewinnung oder so, wie auch immer. Hier gleich wieder zumachen. Schau, geht's schon wieder da drüben los. Schieß mal hier auf den Jungen da. Und auf den Jungen. Oh, schön, jetzt haben sie hier tatsächlich wieder alle Schützen weggemacht. Wieso denn auf einmal so viele gegnerische Schützen? Davon bin ich eigentlich gar nicht begeistert. Davon war ich jetzt überhaupt nicht begeistert tatsächlich. Kommt hier mal runter und schießt auf die da. Schön, die können sich anscheinend nicht mal wehren oder was, weil wir zu weit wegstehen, weil wir sie bis sie uns bemerken. So, und jetzt bitte hier mal die ganzen Jungs daneben schießen, bevor die hier noch das ganze Zeug anreißen. Eieiei, der hält nicht mal eine Salve aus von den Pfeilen, die da kommen. Haben wir, haben wir, haben wir. Und jetzt wieder hier zurück. Wieder hier reparieren. Puh, schon wieder eine gelbe Gesundheitsanzeige. Und ihr alle müsst leider Schützen werden. Wir haben nämlich keine mehr auf der Mauer stehen. Ah, das ist, ich will nicht sagen, dass es unausgeglichen ist, aber manchmal halten die Schützen ewig lang aus und im nächsten Moment sind die auf einmal weg. Also durchgebrochen wie so ein Zahnstocher einfach. Das ist einmal ein bisschen schade um die ganzen Jungs. Hier hin und hier hin. Aus euch machen wir mal eine neue Truppe. Wahlweise können wir immer schauen, ob die Truppe dann schon vollständig ist. Na, gehst du her mit der Bezeichnung Nummer 1. Ja, ist voll. Hier mal rum, das heißt, die Gruppe 1 können wir dort sammeln. Mit dir machen wir mal die Gruppe 2 auf, wahlweise mit euch allen. Hier mal zusammen. Ja, jetzt muss ich gucken, ich würde da gerne ein paar Schützen noch mit reinnehmen. Aber das könnte dauern, bis die soweit fertig sind. Ihr dreimal hier hin. Ich habe die maximale Anzahl an Arbeitern rekrutiert. Die Lanzenreiter bitte aufsitzen. Hier gibt es momentan oder mittlerweile nichts zu rekrutieren. Hier haben wir alles erforscht. Hier kann man noch weitermachen. Erhöhte Gesundheit, ja gut. Kann man machen. Würde ich jetzt einfach aber so schnell mal mitnehmen. Hier haben wir erstmal größtenteils alles erledigt. Wir müssen dann, wie gesagt, so langsam mal schauen. Nicht, dass er hier wieder zu gierig wird. Ich vermisse immer noch den Schleuderwagen, der irgendwie eigentlich schon längstens hätte angreifen müssen. Aber bei meinem Glück, wie gesagt, der macht sich schon noch bemerkbar. Meistens damit keiner mehr mit ihm rechnet. Genau, hier müssen dann ein paar Schützen noch mit rein. Aber erst müssen hier Schützen wieder auf die Mauer. 70 Mann schon wieder. Wie schaut's aus? Ich könnte mir hier sogar den einen... Nee, könnte ich mir nicht leisten. Dazu fehlt's am Geld. Schade. Erhöhe die Angriffsstärke. Wäre, wie gesagt, da forschen wir einfach mal querbeet durch. Irgendwo wollte ich hier was schauen. Genau. Nee, das haben wir alles. Irgendwas... hey, Moment. Angriffskraft? Ach, die Reichweite. Jetzt dachte ich schon, weil hier ein Bogen ist, dass ja logischerweise stelle die Reichweite da und nicht die Angriffskraft selber, weil ich dachte, der Schütze hat vielleicht ein anderes Angriffszeichen, aber nee, da habe ich einfach mal schnell wieder mal vollkommen falsch gelegen. Was für ein Wunder. So, ihr vier geht hier auch noch rein und dann müsste das eigentlich mit drei Schützen an pro Seite erstmal reichen. Ihr drei werdet die Lanzenkämpfer. Hier wird noch fleißig weiter rekrutiert. Momentan sind keine Helden da. Wahrscheinlich hat er jetzt wieder diese Stufe 5 Helden rekrutiert, mit denen ich mich gleich wieder rumärgern darf. Ah, gut. Also hier gilt wieder ein sehr prall gefülltes Konto, muss der Junge haben. Ihr seid auch lustig. Ihr müsstet bloß hier ums Eck rumgehen, aber egal. Holz erstmal den Wald ab. Soll mir recht sein. Oh ja, das geht sehr, sehr schnell. Sammle ich auch immer in Dreier-Schritten auf.
Nee, achso, weil drei Jungs wahrscheinlich die ganze Zeit auf den einhacken, halbwegs synchron. Deswegen könnte das sein, dass der Baum immer wieder drei Einheiten verliert, logischerweise. Ganz viele Pferde, aber wie gesagt, hier die Gruppe 2 besitzt noch keinen einzigen Nahkämpfer. Quatsch. Ja, genau. Wir haben nur Lanzenkämpfer und Schwerkämpfer drin. Wir haben noch keinen Nahkämpfer. Nein, wir haben noch keinen Fernkämpfer.